Wenn wir abends den Wetterbericht sehen, Heute-Journal oder auch Tagesthemen, dann kommt immer hinterher der Wetterbericht. Und da gab es fast regelmäßig irgendwelche Hinweise. Also nie war die Antarktis so klein wie jetzt. Das stimmt für sich genommen, sagt aber jetzt nichts über den ganz großen Trend aus. Das war der heißeste August seit Aufzeichnung der Wetter. Wenn der September nicht der heißeste ist, wird das übrigens nicht erwähnt, sondern dann ist stattdessen die Arktis im Blick. Das heißt, die Erzählung, die, man kann ja auch Klimaschutz nicht leugnen oder es ist nichts Schlechtes. Nur wir müssen halt rational bleiben bei der Sache. Und ich erwarte einfach, dass mir Leute keinen wissenschaftlichen Kokolores erzählen.